Bitte leise sein. Mit dem Video stehe ich bestimmt wieder in der Wespennest. Heute geht es um LED-Panel, LED-Röhren, 5 Unterschiede bzw. die 5 Gründe, warum ich die Panels hasse. Da freue ich mich jetzt schon wieder auf die Kommentare. Als allererstes muss ich zugeben, auch ich habe Panels an der Decke. Aber nur, weil ich dumm war und habe so viele andere geglaubt. Man sieht, weiter hervor habe ich dann angefangen mit ganz normalen LED-Röhrenleuchten. Wannenleuchten in meinem Fall. Der erste Grund, warum das bei mir in die Werkstatt nicht mehr reinkommt, ist die Montage. Dazu braucht man so Montagerahmen. Die Panels werden da einfach nur eingeschoben. Ich habe verschiedene Modelle schon gehabt. Aber es gibt keinen größeren Schrott. Wie sollte man das? Ich habe jetzt in meinem Fall, natürlich, es gibt unterschiedliche Formate. In meinem Fall ist das 30, glaube ich, 30 auf 1,20 Meter. 20. Wie soll jetzt das alleine montieren können? Das geht einfach überhaupt gar nicht. Die Löcher, wie da drin sind, da geht maximal ein 3er Schraumaffe. Wenn du jetzt keine neue filigran Fertigbetonteile Decke hast, wo alles absolut plan ist, ist die Montage von diesen Panels katastrophal. Vor allem, wenn man noch mehrere in einer Reihe hat. Jeder, der schon mit mehreren montiert hat, wird mir zustimmen, die Montage hat Ewigkeiten gedauert. Ich sehe das Ganze natürlich nicht nur aus Nutzersicht, sondern auch als Elektroinstallateur. Es ist ein wahnsinniger Kostenfaktor, ob ich heute einen halben Tag Lampen montiere oder zwei Tag Lampen montiere und das der Kunde zahlen muss. Schauen wir uns die Montage von so einer LED-Wannenleuchte mal an. Die Wanne abnehmbar, den kompletten Einsatz abnehmbar. Das heißt, man hat jetzt die Kunststoffwanne. Die Kunststoffwanne an die Decke montiert. Ist ja auch schon wieder ein Drama. Die ist jetzt 1,50 Meter lang, ist schon wieder schwierig, das allein zu machen. Meint man, stimmt aber nicht. Bei dieser Art von Leuchten, Montagematerial ist dabei, sind diese Befestigungsclips mitgeliefert. Die Schrauben und die Diven, die dabei sind, die sind da auch, könntest du auch vergessen. Das hat noch nie passt bei so einem Zeug. Vernünftiges Befestigungsmaterial, Schrauben, Diven, soll ja jeder selber haben, weil das ist meistens ein Schrott. Wie montiert man sowas jetzt? Die Leuchte hat da diese Einkerbung, da passen die Klammern drauf. Ich messe euch jetzt den Abstand von Mitte auf Mitte, in meinem Fall 95. Ich montiere das Ganze jetzt da herunten einmal auf die Multiplexplatten, einfach nur zum Demonstrieren. Ich habe da drauf eine Linie angezeichnet, wenn man das an der Decke montiert. Die meisten, wenn ich sowas mache, und es kostet ja heute auch nicht mehr besonders viel, da organisieren wir oder kaufen wir so einen Kreuzlinienlaser, den stelle ich irgendwo hin, richte den aus, dass ich an der Decke die Linie habe. Früher, ich mache den Mist schon ganz lang, wir haben früher eine Schnur gespannt, haben uns ausgemessen, hinten und vorn, wenn er nicht gemalt ist, stellenweise war das ja so, haben wir eine Schlagschnur, Herdnummer, haben wir zupft, allerdings haben wir da eine Herdnummer, da wo schon fast keine Farbe mehr dran war, und den Rest haben wir dann einfach mit dem Staubsauger wieder weggesaugt. Ist auch überhaupt kein Thema, ist alles machbar. Wichtig ist, dass ihr einmal eine saubere Linie an der Decke habt, dann habt ihr den Abstand von den Klammern, den ich gerade gesagt habe, und das montieren wir jetzt da einmal und dann schauen wir. Das ist der erste Punkt, Klammer drauf. Ich in meinem Fall tue da jetzt ein bisschen Vorstecher. Passende Schrauben. Übrigens muss ich sagen, bei denen Lampen sind so kleine Beilagen dabei, die da bestimmt nicht schont. Das Ganze auch auf der zweiten Seite. Und jetzt wird das Ganze in diesen Clip
mit dieser Vertiefung nur reingesteckt. Man hat bei der Wangenleuchte hinten und vorne eine vernünftige Einführung, dazu komme ich aber danach noch gleich. Und an diesen Leuchten ist bereits eine Durchgangsverkabelung gemacht. Das heißt, man geht in einer Seite rein und dann kann man auf der zweiten Seite wieder raus. Ist natürlich super, wenn man mehrere Lampen in einer Reihe hat. Der zweite Grund ist der Abstrahlwinkel. Ganz klar. Bei den Panels ist ja klar, wenn das Panel hat keine Lichtfläche, keine Abstrahlfläche seitlich. Selbst wenn jetzt das, keine Ahnung, 120 Grad oder was weiß ich, was die Abstrahlwinkel haben, noch die 4 cm Aufbau losgeht, heißt, man hat in die oberen 30, 40 cm, ich glaube, man kann es in dem Video herin jetzt schon kennen, hat es so einen dunklen Schatten. Das ist für den Hund unerheblich. Ich weiß, der Hund ist vollkommen super Licht, überhaupt kein Thema. Aber mich stört das trotzdem, mir gefällt das einfach nicht. Das habe ich früher schon gehabt, das Problem. Ich bin ein bisschen auf andere YouTuber reingefallen, die da gesagt haben, ja, und bei einer bestimmten Höhe. Das stimmt schon, man hat herunterlicht. Aber dieser Abstrahlwinkel, den habe ich auch, wenn ich eine 12 Meter hohe Halle habe. Dann habe ich das Oberstiegel nicht beleuchtet. Da ist vielleicht wirklich, weil keiner mehr so aufschaut. Meine Halle da herin ist, weiß gar nicht, 3,50 Meter hoch oder was. Das ist Geschmackssache, ganz klar. Aber wenn wir uns ehrlich sind, mittlerweile sind Lampen sowieso Modeartikel. Ist halt einfach eine Geschmackssache. Ich persönlich, ich mag das einfach nicht. Ich bin auf, wie ich schon gesagt habe, auf andere YouTuber eingefallen, die da die Panels über den Schrank hingeklappt haben. Ja, freilich, ich habe schon Licht. Das ist, aber Licht habe ich mit anderen Lampen auch. Da brauche ich dann nicht das Panel. Bei den Wannenleuchten sind ja diese Wannen, die da drauf sind, auch, man sagt ja da auch, Prismenwannen, prismatisch. Das heißt, es wird das Licht nochmal extra gebrochen. Die Röhren, die natürlich da drin leuchten, sitzend da herin. Das heißt, der Abstrahlwinkel ist natürlich auch so. Das heißt, die Schattenbildung hat man wenig bis gar nicht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich als Elektriker betrifft und das brennt mir unter den Nägeln. Zu den Schutzklassen. Kommen wir mal zu den Schutzklassen. Die meisten Hersteller gehen dem Thema komplett aus dem Weg. Verstehen ja. Diese LED-Panel-Geschichte wurde entwickelt für unsere Odenwalddecken. In Schulen, in Bürogebäuden, das ist ja 62,5 auf 62,5, die Rasterdecken. Früher haben da so mit Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Einbaurasterleuchten hat das Ding geheißen, so Lampen drin gewesen. Hat natürlich, wenn da 4x18 Watt drin gewesen sind und in so einem Raum waren da 20 Lampen drin, ist ja auch schon Stromfresser gewesen. Kann man mit der LED-Technik auswechseln, effizienter machen, spricht da nichts dagegen, ist ja super. Nur, man darf eins nicht vergessen. Erstens kommen wir nochmal zurück auf den Abstrahlwinkel. In diesen Räumen wurde zu 95% im Sitzen gearbeitet. Das heißt, der Abstrahlwinkel da herunten ist perfekt. Spielt da dann also gar keine Rolle mehr. Das nächste, der Verschmutzungsgrad ist ja in solchen Räumen auch ein wesentlich geringerer als in irgendeiner Werkstatt. Das ist das nächste. Und jetzt kommt der Hauptfaktor, man hat in diesen Räumen eigentlich sehr wenig mit Staub, Feuchtigkeit, Wasser, Spritzwasser in jeglicher Form, hat man eigentlich nicht damit zu kämpfen. Da war die Spitze, da hat man auch die Rahmen nicht dazu gebraucht. Die windigen Rahmen, das ist einfach da oben eingehängt worden, da war die Spitze. Nur, irgendwie ist das dann eingebürgert worden, jeder braucht ein LED-Panel. So ein Ding. Meistens steht auf den Panels überhaupt keine Schutzklasse um und genau um das geht es mir, die Schutzklassen. Das ist, sehe ich, als richtiges Risiko. Meistens steht gar nichts um. Wenn, dann ist das IP20, wo es gar nichts bedeutet. Dann haben wir ja, wir haben einmal das Panel, wir haben einmal den Rahmen und wir haben einmal den
dein Treiber, das Vorschaltgerät. Entweder ich finde überhaupt gar keine Titulierung, ich stehe durch, sondern um Watt und Herz und CE und alles und was weiß ich was. Nur die Schutzklasse wird nicht angeben, klar, wenn ich keine Schutzklasse nicht habe, dann brauche ich keine angeben. Ich schreibe da keine Affe, IP44 habe ich nicht, IP65 habe ich nicht. War der Blödsinn. Solche Warnleuchten kriege ich in verschiedene Ausführungen. Ganz klar. Spricht ja nichts dagegen. Wenn ich heute mal die Idee, dann nehme ich eine mit, wenn ich sein muss. Früher hat man da nur die Metalllichtleisten gesagt, die haben IP20 gehabt. IP44 ist mittlerweile Standard, die meisten Lampen haben IP65 und das ist schon gut. Haben halt einfach da drin dann in den ich sage ja, mir geht es Leute noch mehr, mir geht es nicht um ein Bürogebäude. Ich bin Handwerker, Heimwerker, habe einen Handwerker-YouTube-Kanal, mir geht es natürlich in erster Linie um sichere Geschichten, aber auch Garagenkellerräume. Auch da hat man mit Staub, Feuchtigkeit und so weiter absolut zu tun. Die angesprochenen Lichtleisten, die Neonröhren, die Blechern und Lampen als Freistrahlerleuchten haben verkauft worden. Früher in der Garage, wenn die montiert worden ist, nach 15 Jahren, wenn dann irgendwann einmal die kaputt geworden ist, dann hast du das oben da, hast du was Neues gemacht, die haben unten total verrostet worden, die Metallteile. Genau das gleiche passiert mit den Rahmen, die vergammeln. Ihr zahlt es dann mittlerweile, das ist Alu und was weiß ich, ja, wie hochwertig das ganze Alu-Zeug ist. Steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Die LED-Panel-Geschichte, weder der Rahmen, noch das Panel, noch die Treiber haben irgendeine vernünftige Schutzklasse, um eine Montage in einer Werkstatt, wo es halt feucht und staubig und Lack und was weiß ich was kann alles sein, was dem irgendwas Sicherheit entgegensetzt. Eigentlich haben diese LED-Geschichten für eine Werkstatt überhaupt nicht geeignet. Da werden sie mir jetzt wieder fressen in die Kommentare und in E-Mails, weil ja ich wieder sowas besser gesagt habe. Aber mein, so bin ich halt. Ich bin halt der bessere Helmut, was soll's. Das war 3, jetzt kommt Nummer 4. Das ist ein großes Thema heutzutage und das ist die Erneuerbarkeit, das Austauschen. Was tut man halt, wenn nach Ablauf der Garantiezeit so ein Panel kaputt ist? Hat das dann absolut den gleichen Charakter, schaut das gleich aus, passt das in den Rahmen ein, hat das dieselbe, selbst wenn die Lichtfarbe 4000 Kelvin ist, passt das dazu oder passt das nicht dazu? Gibt es den Hersteller noch? Was ist, ich muss die komplette Lampen muss ich runterbauen, wenn der LED-Treiber kaputt ist, namhafte Markenhersteller, das ist eh so ein Schwachsinn, Markenhersteller bei LED-Panels. Es gibt gar nicht für die LED-Chips, die hergestellt werden, das sind gerade eine Firmen, die das machen. Es gibt dann ganz viele Firmen, die das verarbeiten, die dann in einem LED-Panel ist ja nur ein LED-Stripe außen rundum und dann hat man in der Mitte weiße Platten, das ist so ein Diffuser, eine Verteilerplatte. Wie kann ich beim LED-Panel vernünftig irgendwas austauschen? Ist das gewährleistet, dass ich irgendetwas anderes einmachen kann? Nein, das ist nicht gewährleistet. Bei einer Röhre ist das auf alle Fälle gewährleistet. Weil wenn da irgendwas kaputt ist, tue ich raus, kaufe mir eine neue Röhre und fertig bin ich. Diese G13, in dem Fall jetzt ein T8 Sockel, gibt es schon sehr lange und die wird es weiterhin gehen, weil das ein absolut verbreitetes System ist. Wenn da eine Röhre kaputt ist, wechsel das aus. Das nächste Gute ist, wenn man ich halt so eine Lampe kaufe, muss ich mich nicht entscheiden für irgendeine Farbe oder irgendeine Lumenzahl oder irgendwas. Diese Röhren gibt es, das hat jetzt die Länge 1,5 Meter, das ist genormt und die gibt es in verschiedenen Lumenzahlen. Da hat jetzt die zum Beispiel, die ich da verwende, hat eine Röhre, wo steht es an? Da steht es, 2200 Lumen. Eine dieser Leuchten hat dann 4400 Lumen. Meine Panels zum Beispiel hat ein Panel 4000 Lumen. Also die haben auf alle Fälle mehr Lumen wie meine Panels in meinem Fall. Dazu die Lichtfarben. Ich mag das Warmton, das ist nichts. Das komplette Kaltweiß ist zu steril, das mag ich in der Werkstatt auch nicht. Das soll ja relativ farbecht sein. Relativ. Ich weiß, wenn da wieder Lichttechniker und Fotografen und sonst was, wo da ein Blauton drin ist und ein Grünton und ein, keine Ahnung, UV-Licht.
Das stört jetzt mich nicht so weit, ich bin, was das angeht, Laie, aber wenn ich auf dem Kamerabild hinterher oder wenn ich was fotografiere, gelb als gelb erkenne und nicht als blaustichig, dann bin ich zufrieden. Mag eine oder andere, das eine oder andere geschulte Auge natürlich da mehr wissen, aber da bin ich auf alle Fälle da besser aufgestellt. Ich habe da gern das Neutralweiß, also auch die 4000 Kelvin, das habe ich bei meinen Panels auch schon gemacht. Sollten sich aber jetzt irgendwie die Ansprüche ändern, meinen wir die zwei Reihen raus und tue zwei Reihen rein mit nur 3000 Kelvin oder keine Ahnung, tue irgendwas anderes zeigen und schon habe ich da auch wieder was anderes. Ich meine, die 230 Volt Versorgung, ich habe da kein Vorschaltgerät, gar nichts. Man hat da drin zwei Fassungen, weil die auf der anderen Seite braucht man überhaupt gar nicht. Es kann auch, außer die Röhre an sich, kann da drin wenig oder gar nichts kaputt gehen. Das ist das Nächste. Ein weiteres Thema sind die Kosten. Beim Panel kommt einmal der Rahmen, einmal das Panel, einmal das Vorschaltgerät. Bei den Lampen habe ich nur einmal die Lampen und einmal die Röhren. Die Röhren, das ist natürlich, wird dir auch nicht geschenkt, das ist schon klar. Nur der große, riesengroße Faktor, und da habe ich das vorhin eh schon mal angesprochen, ich sehe das natürlich aus der Sicht eines Elektrikers, wenn die Montage bei den LED-Panels doppelt so lang dauert, ja, brauche ich nicht erklären, wie sich das auf den Preis auswirkt. Und man kann mit den Wannenleuchten schon das eine oder andere Schnäppchen machen. Ich muss ja dazu sagen, was soll jetzt da in der Wanne, habe ich ja vorhin schon erklärt, da ist nicht viel drin, und ein namhaftes Produkt für die Röhre, da kann sich ja jeder selber entscheiden, was er mag. Ob er mal irgendeinen China-Mist vertraut, probiert, keine Ahnung, oder ob er irgendeinen namhaften deutschen Hersteller, LED-Technik und deutscher Hersteller, ganz sicher. Gut, lassen wir das einmal dahingestellt. Ich habe einen guten Hersteller gefunden, brutale Lieferung. Bei der ersten Lieferung war dann irgendwie ein oder zwei Röhren kaputt. Habe ich kurz E-Mail hingeschrieben, habe geschrieben, zwei oder drei, dann ist das extrem super eingepackt. Ich glaube, sogar zwei Tage später war das schon wieder da. Also absolut, absolut zu empfehlen. LED Homeshop heißt die Firma, wo ich das her habe, die haben in Fürth. Also nicht besonders weit weg von mir. Und das hat den Ausschlag gegeben, warum ich auf das Produkt gegangen bin. Habe jetzt das, ich weiß gar nicht, zwei Monate oder was, habe ich jetzt die Dinger um. Kann jetzt natürlich nicht sagen, die haben so und so viele Stunden Lebensdauer und was, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht so lange umhabe. Ich kann nur sagen, ich bin hoch zufrieden, weil die jetzt das erfüllen, was ich möchte. Erstens einmal, die Kosten haben sie im Rahmen gehalten. Ich habe mir aussuchen können, wie viel Lumen, welche Lichtfarbe. Das war für mich wirklich wichtig. Die Montage, super einfach. Mit Laser einen Strich auf, jeweils die Klammer auf, zack, Durchgangsverdrahtung. Das heißt, die Verdrahtung, super schnell gegangen. Schirm drüber, Schutzglasse. Bei mir, das ist eine Werkstatt, staubt es ja doch einmal. Einmal Feuchtigkeit ist jetzt da nicht das größte Problem, besitzt zumindest nicht. Aber Staub tut schon ganz gewaltig. Wir haben aber auch mit der Wand die Röhren geschützt. Das heißt, wie ich in Schulung bin, hat das geheißen, es gibt ja den Verschmutzungsfaktor. In meiner Lehrzeit hat man dazu gesagt, Fliegenscheiße-Faktor. Auch der ist natürlich bei einer Wannenleuchten nicht so gegeben, wie wenn ich die Panelfläche habe und muss das abwischen. Das ist schon. Dann die raue Struktur. Schmutz ist bei den Panels gar nicht einmal so ohne. Dann schließen wir nochmal noch eine an, dass wir das auch gesehen haben, oder? Ich habe jetzt da ein ganz normales Dreier nimm. Das führen wir jetzt nicht lang ein, gehen wir es an. In einer Seite durch die Verschraubung einführen. Da haben wir die drei Anschlussklemmen. Da ist beschriftet rot. In dem Fall ist da rot der L1, der Schutzleiter, der grün-gelbe in der Mitte und die weiße Ader da kommt der blaue drauf, der Neutralleiter. Was ich nicht so gut finde, da sind Schraubklemmen drin. In der heutigen Zeit könnte man da schon eine Art Vago-Steckklemme erwarten. Nichtsdestotrotz, es ist halt wie es ist.
Man kommt super gut klar, man hat Platz, man braucht nicht rumpfrümmeln, das auflegen. Wenn man jetzt eine Durchgangsverdrahtung hätte, haben die gleichen drei Lüsterklemmen auf der Ausgangsseite oder auf der anderen Seite und dann kann man mit einem dreiadrigen Kabel wieder rausgehen. In diesen Kunststoffclips wird die Leuchte einfach nur eingeklipst. Zur Demontage kann man das sogar mit den Fingern zusammendrücken. Ganz einfach. Bei den 230 Volt LED-Röhren gibt es dann noch zu beachten, dass die Röhren, also in dem Fall ist nur diese Seite mit 230 Volt versorgt. Die anderen Fassungen drüben sind nur als Platzhalter, als Halterung für die Röhre. Da ist aber kein Strom drauf. Diese Röhre ist gekennzeichnet. Das ist die Seite, die auf die Stromseite muss. Der Rest ist selbsterklärend, Wanne drauf und mit den Clipsen, die man einhängen muss, verschließen. Gleich vorweg, um den ganzen Kritikern wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen, bezüglich Werbevideo und nur noch Werbekanal und keine Projekte und den Mist. Die Lampen sind von der Firma LED Homeshop. Die kann ich sehr empfehlen, die empfehle ich auch sehr gern. Nichtsdestotrotz, ich habe keinerlei Geld für das gekriegt, dass ich das Video mache. Ich bin in sehr vielen Videos, seit ich die neue Halle habe, gefragt worden, was hast du jetzt da für Lampen auf da? Warum hast du jetzt das gemacht? Warum? Ich habe es zwei, dreimal schon angesprochen und habe mir dann gedacht, Mensch, du machst doch ein extra Video, ist ja für den einen oder anderen vielleicht interessant. Muss ja nicht, der was ich da schon mache, der braucht es ja nicht anschauen, ist ja gar kein Thema. Es gibt für alles Vor- und Nachteile, es gibt für LED-Röhren und für LED-Panels jeweils die richtige Anwendung. Ich habe jetzt meine Ansicht dargelegt, warum ich diese LED-Panels in meiner Werkstatt angefangen habe zu montieren. Ich habe ja sehr viele in meiner alten Werkstatt gehabt. Da habe ich eine sehr niedrige Raumhöhe gehabt. Und warum ich dann aufgehört habe damit, weil ich dann nämlich reingegangen bin von der Halle und habe das gesehen, dass ich da den Schaden habe. Zuerst habe ich mich schon ärgern müssen wie Sau. Ich habe ja schon mal erklärt, ich habe ein wenig eine unebene Decke, so einen Fellboden, die Rahmen da wirklich parallel, rechteckig zu montieren, in einer Flucht zu montieren, das war Katastrophe. Das muss man heute den Gegebenheiten anpassen. Bei mir war es nichts. Vielleicht wenn irgendeiner, für den ist super. Mag sein. Mein, es ist wieder so, gell? Katz mag Mais, ich mag es nicht. Einer mag LED-Panels, ich mag es nicht. Überhaupt kein Thema. Irgendwie ist das LED-Panel oder nicht die gleiche Frage wie Regen oder Sonnenschein. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin immer super froh, wenn es regnet. Weil wenn ich nicht froh wäre, würde es auch regnen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Servus für dich.